Otte von der CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Wir beraten in der ersten Sitzung nach der Konstituierung heute 7 Mandate. Erst einmal für 3 Monate, um Kontinuität zu zeigen, Verlässlichkeit, aber auch, um nach 3 Monaten einer neuen Bundesregierung eine Entscheidungskompetenz zu geben. Und vorliegend geht es auch um ein Mandat im Kampf gegen den IS-Terror. Es geht auch darum, dass wir Sicherheit produzieren für die Länder in unserer Nachbarschaft, aber es geht auch darum, die Sicherheit unseres Landes zu erhöhen. Und deswegen bitte ich um die Zustimmung für dieses Mandat. Dieses Mandat ist wie alle Mandate, in denen es um die Einsätze unserer Bundeswehr geht, immer mit einem Mandat des Deutschen Bundestages verbunden, immer gemeinsam mit unseren Partnern und immer auf einer sicheren Rechtsgrundlage. Die Bundesverteidigungsministerin hat deutlich gemacht, mit wie vielen Nationen wir unterschiedlicher Institutionen zusammenarbeiten im Kampf gegen den Terror des Islamischen Staates. Und der Rechtsrahmen ist hier für klar gegeben mit dem Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen, mit dem Artikel 42 Absatz 7 der Europäischen Union. Wir fühlen uns dem Völkerrecht verbunden, und wir stehen ein für das Recht und für die Rechtsstaatlichkeit. Und auch deswegen sagen wir als Union, wir stimmen diesem Mandat dann auch zu, meine Damen und Herren. Der IS-Terror hat eine ganze Region mit Gewalt überzogen. Und nicht durch Schweigen, sondern durch Handeln muss man sich diesem Terror entgegenstehen. Recht darf dem Unrecht nicht weichen. Und wir sagen, wir müssen auch dort handeln, wo Konflikte entstehen, sich dem dort entgegenzustellen, damit die Konflikte nicht zu wandern beginnen und zu uns kommen und auch den Frieden hier und die Sicherheit auch hier bedrohen. Wir stellen uns dieser Verantwortung als Deutschland. Und der Philosoph Georg Picht hat einmal gesagt, wer die Verantwortung in der Welt bejaht, der darf sich der Last, die sich daraus ergibt, nicht entziehen. Deutschland steht ein für Rechtsstaatlichkeit, für Frieden und für Sicherheit. Allein in meinem Wahlkreis leben viele Jesiden, deren Angehörige dem Terror ausgesetzt waren, die Opfer dieses Terrors geworden sind. Ob am Sinjar, in Aleppo, in Mosul, viele Menschen waren betroffen und mussten ihre Heimat verlassen. Und deswegen geht es auch darum, dass wir einen erfolgreichen Beitrag weiterleisten, diese Auslandseinsätze der Bundeswehr umzusetzen, damit Terror eingedämmt wird. Der beharrliche Einsatz der Gemeinschaft hat gezeigt, der Terror kann zurückgedrängt werden, der Terror kann zerschlagen werden, die Strukturen und Organisationen des Terrors werden beseitigt. Und deswegen ist dieser erfolgreiche Kampf gegen den IS so wichtig. Und deswegen gilt es auch, ihn weiterzuführen, zu sichern, zu verstetigen, damit dieser Terror besiegt werden kann, auch für die Sicherheit unseres Landes, meine Damen und Herren. Wir leisten Beiträge für Stabspersonal, für Marineeinheiten, für Luftaufklärung, auch mit unseren Racket-Tornados, damit wir ein Gesamtbild kriegen über das Gebiet des IS-Terrors. Und ich kann deutlich sagen, dass auch die AWACS-Flüge im NATO-Verbund einen wichtigen Beitrag leisten für die Luftaufklärung, für das Luftlagebild vom Standort Konya. Dort haben wir uns als Fachpolitiker überzeugen können, dass dieser Einsatz notwendig ist, dass es unseren Soldaten dort gut geht. Und auch vom neuen Standort Al-Asraq in Jordanien sind unsere Soldaten im Einsatz. Und ich kann Ihnen sagen, Frau Dardelen, es ist ein Truppenstatut dort gegeben. Unsere Bundesverteidigungsministerin hat sich dafür eingesetzt. Ich würde Sie herzlich bitten, dies auch zur Kenntnis zu nehmen. Kein Konflikt, meine Damen und Herren, kann allein militärisch gelöst werden. Wir brauchen einen vernetzten Ansatz, diplomatische Wege, aber auch zivile Wege. Und deswegen nimmt auch Deutschland hier im zivilen, im internationalen Aufbau eine ganz wichtige Rolle ein. Und ich danke daher allen Soldatinnen und Soldaten, auch allen zivilen Kräften, die hierzu einen Beitrag leisten, damit wir Sicherheit in dieser Region
produzieren können, auch für unser Land ein herzliches Dankeschön dafür. Ich sage abschließend, in diesen turbulenten Zeiten, für uns ist es von herausragender Bedeutung, dass wir eingebunden sind in ein Wertebündnis, dass wir für den Frieden in der Welt einstehen und für den Zusammenhalt in Europa. Für diese Sicherheit und Stabilität steht die Union, die CDU/CSU mit unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ich bitte um Zustimmung für dieses Mandat. Herzlichen Dank. Danke sehr. Bevor ich die Aussprache